Herr Klug, Sie haben bereits angekündigt, dass die österreichischen Truppen am Golan binnen weniger Stunden zurückgezogen werden könnten. Wie ist die Lage derzeit? Im Moment gehen wir davon aus, dass sich die Lage vor Ort nicht wesentlich verschärft hat. Sie ist angespannt, aber sie ist beherrschbar. Klar ist, dass ich auch sehr enttäuscht bin, dass auf der europäischen Ebene gestern bei den Außenministern kein anderes Ergebnis erzielbar war, gerade in Verbindung mit der Weiterentwicklung des Waffenembargos. Für uns bedeutet das völlig klar Sofortmaßnahmen. Das heißt, ich habe gestern angeordnet, dass die Option, konkreten Abzugsplan vorzubereiten, in Auftrag gegeben wird. Für uns heißt das aber natürlich auch, dass wir die Lageentwicklung jetzt stündlich konkret beobachten, weil wir immer gesagt haben, dass die Lieferung von zusätzlichen Waffen in den Einsatzraum ein Brandbeschleuniger wäre und daher mein wichtigstes Anliegen, nämlich die Sicherheit der österreichischen Soldatinnen und Soldaten, zusätzlich gefährdet werden würde. Das heißt, wenn es jetzt tatsächlich zu Waffenlieferungen kommt nach Syrien, ist dann der Abzug fix? Was wäre, wenn? Fragen sind militärisch nie angebracht. Für uns bedeutet das, dass wir den Einsatzraum vor Ort stündlich beobachten, auch die konkreten Bewegungen stündlich beobachten und wir dann auf die konkrete Lage, Veränderung, auch die richtige Maßnahme setzen werden. Ich werde zweifelsohne keine Sekunde zögern, dann bei einer wesentlichen Verschärfung der Lage die richtige Maßnahme anzuordnen. Sollte es soweit kommen, dass österreichische Soldaten angegriffen werden, werden sie zurückschießen dürfen? Das Mandat vor Ort ist im Auftrag der UNO eine Friedensmission und hat eine konkrete Aufgabenstellung, nämlich beobachten und melden in dieser entmilitarisierten Zone, ob der Waffenstillstand auch eingehalten wird. Ein Zurückschießen ist zur Selbstverteidigung mandatsmäßig beinhaltet, aber eben zur Selbstverteidigung. Für uns bedeutet das, direkt angesprochen, eine noch schärfere Lagebeobachtung vor Ort. Falls Österreich seine Truppen vom Golan abzieht, bedeutet das nicht das Ende der Golan-Mission? Es wäre zweifelsohne eine maßgebliche Belastung für die Mission. Das ergibt sich schon ausschließlich aus der quantitativen Bedeutung unseres Kontingents. Aber für uns ist klar, wir werden das auch rechtzeitig der UNO melden. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich primär im ersten Schritt die UNO gefordert, hier gegebenenfalls für Ersatzkontingent zu sorgen. Gab es da schon Staaten, die sich bereit erklärt haben, Österreichs Platz einzunehmen? Also zum Zeitpunkt des Abzugs des kroatischen Kontingents sind nach meinem Informationsstand auch Kontingente aus Irland bereit gewesen, sozusagen im Einsatzraum sich zu beteiligen. Ob das noch aktuell ist, weiß ich zur Stunde allerdings nicht. Würden Sie nach der Nationalratswahl im Herbst auch einer neuen Regierung angehören wollen im Verteidigungsressort? Jetzt ist Ende September die Wählerin und der Wähler einmal gefragt, zweifelsohne auch meine Arbeit als Verteidigungsminister politisch einzuschätzen und ein Votum abzugeben, sage aber ganz deutlich, wenn der nächste Bundeskanzler der Republik Österreich und meines Erachtens ist das Werner Faymann mich fragen sollte, stehe ich zur Verfügung.